Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finding Teddy. In der letzten Folge sind wir dieser unglaublich sympathischen Biene begegnet. Und ich denke, bevor sie uns wieder zersticht, gehen wir einfach wieder ganz still und heimlich zurück. Und ich dachte, wir schauen uns einfach noch mal ein wenig um. Und erkunden die Welt. Huch. Ah. Und unser Frosch. Ich versuche mir übrigens aufzuschreiben, was er so vor sich hin summt. Bin mir aber... Ach, wir können auch noch hinunter. Er sieht auf jeden Fall aus wie der Froschkönig. Bevor wir runtergehen, gehen wir nochmal zurück. Ich wollte mir nochmal was anderes angucken. Huch. Ich frag mich auch, warum... Huch, da wollte ich doch gar nicht lang. Mensch. Oh, was bist du? Oh, wir haben ein Bild freigeschaltet. Firefly. Kleewürmchen. Okay, jetzt leuchtet nichts mehr. Das heißt, wir können... Hier hat es doch auch gepiept, oder? Oh! Hoppla! Das ging ja schnell. Ist es in jedem Bild so? Jetzt blinkt und bimmelt es auch nicht mehr. Hm. Ich dachte, vielleicht können wir hier... Nein, hier sieht man leider noch nichts. Hm. Aber hier sind wir auch schon gewesen, oder? Ja. Hier gehe ich auch schnell wieder zurück, sonst zermatscht er uns wieder. Aus Traurigkeit. Kann ja auch schnell Aggression werden. Seht ihr, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Genau hier runter. Übrigens sieht es ein bisschen aus wie ein Hello, oder? Wenn man sich genau anstrengt, sieht es aus wie ein O und das sieht aus wie ein L. Vielleicht sagt ihr Hallo zu uns. Wir merken uns, dieses Spiel arbeitet sehr viel mit Musik. Und es wird leiser und lauter. Hier ist es sehr leise. Und hier wird es immer lauter. Wir schauen später nochmal. Vielleicht finde ich es ja dann. Oder auch nicht. Ist es weg? Ah, wahrscheinlich, weil wir noch gelaufen sind. Hm. Hier können wir nichts tun, aber wir haben doch noch... Was ist denn das? Vielleicht ist es auch ein... Oh, oh, es ist ein Gefäß. Huch. Ah, jetzt haben wir Wasser. Was wir damit tun, weiß ich nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall wieder zurück. Kann ja nie schaden. Und das Geräusch ist jetzt weg. Ich habe doch nicht etwa die Musik ausgemacht? Hoffe ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hm. Geht es hier entlang? Nein, wir können nur nach oben. Bin ein wenig ratlos. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Vielleicht, wir hatten doch noch unseren Froschkönig und andere Frösche, oder nicht? Wieder schnell zurück.
und unsere Frösche angeschaut. Oh, jetzt können wir sie anklicken. Sie machen das gleiche Symbol. Oder sie machen die gleichen Symbole wie unser Froschkönig. Behaupte ich. Aber ich bin ein wenig verwirrt, denn ich würde gerne nochmal nachschauen. Ich habe tatsächlich die Musik ausgemacht. Ah. Jetzt höre ich auch wieder die Töne. Womit fingen wir an? Ich glaube, hiermit, dann damit, dann das, dann das, dann das. Oder fingen wir hiermit an? Ich dachte eigentlich, dass es die richtige Reihenfolge sein müsste. Oder habe ich immer einen Teil vergessen? Also für mich sieht das aus wie ein sehr seltsames H. Dann wäre das das E, ein L und das O. Huch! Das heißt, wir haben ihn Oh! Hallo gesagt. Dann lag ich ja so falsch gar nicht, als ich sagte, dass es in diesem Spiel hauptsächlich um Töne geht. Oh je, dann muss ich mir ja ganz viele Dinge merken. Das ist ja für mich allein schon eine Katastrophe. Wir hören nichts. Hier ist also nichts versteckt, aber wir können wahrscheinlich hier entlang gehen. Ich sehe zumindest Symbole. Passiert eigentlich, wenn ich die Leertaste drücke, geschieht nichts. Schade. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, dass wir das Wasser hier hinschütten. Nanu? Vielleicht können wir unsere Musikleiste aktivieren. Irgendwann später mal. Ihr seht, ich bin ein wenig ratlos, was dieses Spiel angeht. So ist es, wenn man die Spiele nicht kennt. Und man bekommt auch vom Spiel an sich, finde ich, recht wenig Hilfe. Das kann Vor- und Nachteile haben, finde ich. Es ist ein sehr schönes Spiel, es gefällt mir wirklich gut. Ich finde die Grafik unheimlich schön gemacht. Ich finde auch, oh, das Telefon klingelt übrigens. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich habe es jetzt auf lautlos gemacht. Ich habe vergessen, es vorher wegzulegen. Wir ignorieren das einfach. Und suchen unsere... Jetzt klingelt mein Handy. Da versucht aber jemand sehr aggressiv mich zu erreichen. Aggressiv ist jetzt das falsche Wort. Vielleicht freut er sich jetzt über Wasser. Ich hoffe, er zermatscht uns nicht wieder. Oh, er zermatscht uns. Aber wir haben doch eine Blume. Vielleicht können wir der Blume mit dem Wasser etwas Gutes tun. Das wäre noch ein Versuch wert. Dann werde ich jetzt versuchen, die Blume zu wässern. Und dann... Oh. Huch. Oh. Hier sind wir auch schon gewesen. Denn hier ist ja eigentlich... Ich versuche es mal. Nein, leider nicht. Aber ich habe doch hier noch Geplinge gehört. Oh, es wird lauter. Wir haben ein neues Bild. Die Bilder würde ich mir erst am Ende des Let's Plays anschauen wollen.
quasi als Abschluss. Was mit dir ist, weiß ich auch noch nicht. Ich bin gespannt, was sich noch alles ergibt. Ich bin jetzt mutig. Mit diesem letzten mutigen Schritt werden wir dann auch... Das Blümchen gießen, die Biene hoffentlich glücklich machen und sie wird bunt. Huch, eine Säge. Das verbinde ich auch immer mit Bienen. Vielleicht werden auch wir irgendwann einmal bunt. Ich bin gespannt. Aber ob wir bunt werden oder nicht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt meinen Anrufer zurückrufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.